Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren saftigen Episode Let's Play Medieval Dynasty. Schön, dass ihr da seid, denn wir waren wieder fleißig und wir werden wieder fleißig sein. Und zwar richtig. Mit Meh und unserem Jesus. Hallo. 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 Oh, yeah. So, Meh, was machst du? Ich hole mir jetzt gerade Bretter raus, damit ich die Zäune weitermachen kann. Nice. Oder Zäune ausbauen kann, eher gesagt. Ja. Ist da jemand ein bisschen müde? Immer noch krank. Immer noch krank. Ja, das wird sich seit der letzten Episode auch nicht groß geändert haben, ja. Nö, da für uns da nicht so viel Zeit vergangen ist, geh uns mal jetzt noch fix 260 Reputation holen. Indem ich meine Fertigkeitspunkte für Landwirtschaft verbessert habe. Wuhu, schon mein zweites Level in Landwirtschaft. Nice. Ich war noch nie auf einem Feld. Kommt noch. Ja, dann geht das auch schnell mit dem Leveln. Das ist, da mache ich mir keine Gedanken drum. Hopfen brauchen wir ja tatsächlich erst dann, wenn wir am besten noch die Schenke haben, oder? Ja, genau. Das hat noch richtig Zeit. Und darauf wollten wir auch hinaus. Da warst du noch am Überlegen, was wir eigentlich machen wollen. Schenke. Ja. Ich freue mich total. Ich finde unser Dorf hier total toll. Ich mag das. Same. So. Kurz mal drüber hüpfen. That's what he said. Oh, wow. Das ist lustig. Ja, dass du es wieder lustig fandest, ist ja wohl klar, ne? Ja. Ja, wir haben in vielen Dingen einen ähnlich verschrobenen Humor. Ja. So, ich bereite hier gerade noch mal ein paar Felder hier am Rand vor. Ja. Ja, da kann man ja so die Kleinigkeiten anpflanzen. Genau, das war der Plan. Kleinigkeiten anpflanzen? Ja, das, wovon du nicht so viel brauchst. Irgendwas, wovon du nur eins brauchst, während du vom Rest 10 brauchst für das Gericht oder zum Verkaufen zum Beispiel. So. Ne, oder generell, was man nicht so viel braucht, wie zum Beispiel, wie du schon sagtest, eben der Hopfen. Boah, Hopfen, da freue ich mich drauf, weil das sieht echt cool aus. Wir saufen. Sieht voll toll aus. Es ist ein sehr, so schönes Grün. Ja. Finde ich auch. Und der Botaniker so wieder hier. Ja, hallo? Jo. Wo bist du, Bratomila? Und ja, die heißt tatsächlich so. So, ich muss jetzt kurz was trinken und dann brauche ich Holzbretter. Falls ihr euch wundert, warum noch die Meldung da ist mit dem Tierfutter, die verschwindet gleich. Unsere Arbeiter, die sind noch am Pennen. Beziehungsweise mittlerweile am Aufstehen, aber die arbeiten noch nicht. Unsere Tiere werden quasi gleich erst gefüttert. Und Ding. Dann muss ich jetzt erstmal Bretter machen. Insgesamt knappe 400 Reputationen. Bienenschützerin! Hier passt noch ein Ding hin. Biene. Sorry. Biene. Wisst ihr, was mich wundert? Dass man kein Kohlrabi anbauen kann. Oh, Kohlrabi geil. Ist so lecker. Ja. Ich hab mal Kohlrabi im Real Life angebaut. Boah, war das Riesenklopper. Ja, und lecker. Ja, kann man machen, ja. Oh, so, okay. Auf nach Skauki, da ist noch eine Quest, die ich noch machen kann. So, und ich werde einmal. Jetzt hat die Frau geguckt, oder warst du das da? Sorry. Deswegen ich so. War's. Oh. Ja. Hätte ich nicht gucken dürfen? Nee, darfst du nicht, ist verboten. Ach so. Stand da aber nicht angeschlagen. Hm. Da war kein Schild, bitte nicht den Rasen betreten.
Aber du hast recht, ne? Theoretisch könnte man, aber auch nur, weil das eigentlich sich so gehört, auf diese Anhöhe die Mühle setzen. Ne? Anhöhe? Mühle? Weil die dann gefühlt mehr Windfang kriegt. Also, ja, also, ne? Ja, ja. Du weißt, was ich meine. Ja. In echt natürlich. Wo denn? Wo denn? Hier, wo ich gerade stehe und hüpfe. Ich muss erst zu dir rennen. Da hinten läuft ein Smäh lang. Du siehst mich, ich sehe dich noch nicht. Er sieht den Punkt. Ach, da! Nö, ich sehe auch das Meer. Ich spiele auf höchste Einstellung. Da sehe ich sie. Ah. Ne, hier oben ergibt das schon Sinn. Mit einem Weg quasi, der von hier lang führt. Dass man diesen Arm verlängert und dann kommst du hier so rauf zur Mühle. Weil aber jetzt ist Mühlen halt dann die gehören Frage, an einen erhöhten Spot. Das ist einfach so. Ja, aber jetzt ist halt die Frage, Mühle nimmt es halt das komplette ein, weißt du? Also das komplette Ganze gefunden. Ein. Weil wir hatten es ja eigentlich hier geplant, weil es so richtig zentral ist zu den Feldern hin. Ja, das ist scheißegal, wo die Mühle ist. Die Mühle ist genauso wie bei einem Holzschuppen. Das ist scheißegal, wo du die hinstellst. Und da gehe ich jetzt einfach rein nach Optik, weil die Effizienz ist exakt dieselbe. Ach so, okay. So. Dann habe ich nichts gesagt. Okay. Perfekt. Ist nicht so wie mit einem Feldschuppen. Beim Feldschuppen gibt es einen Radius, das ist korrekt. So, ich dachte, apropos. Nee, zur Mühle trägst du das Zeug hin, was da verarbeitet wird. Genau. So, ich kümmere mich mal gerade um die Felder. Jetzt weiß ich nicht, welche Felder welche sind. Doch, weiß ich. Das da machen wir. Ich laufe hier so nichts an durch die Gegend. Ich hab mir gedacht, na, bist zu faul, jetzt den Wolf zu bekämpfen. Und lauf hier mitten in so ein paar Banditen rein. Geil. Ach, das ist ja nur dieses Geile. Eine. Oh. So. Haben wir hier noch einen ohne Fahrschein rumstehen? So, das eine Feld. Ja, da. Jetzt nicht mehr. Gib mir den Pfeil wieder, der in deinem Kopf steckt. Oh. Ist er eingespeichert? Ja. Oh, ich liebe Zäune bauen. Es tut mir leid. Ist uns gar nicht aufgefallen. Alles gut. Aber genau dafür ist es auch da. Wenn du Spaß dran hast. Dann erfüllt es seinen Zweck. Ja. Dekorieren kann man immer noch zu zweit oder zu dritt oder so. Ja. Vorschläge machen, sich das angucken. Ja. Mäh ist auch offen für Neues. So, da habe ich alles. Ich bring noch eine Eisenschere mit. Nice. Und Tierfutter. Nice. Jetzt geht's aber ab hier. Ja, die waren nützlich. Hier. Dann Bibel. Hier. Mhm. So, oh, ist das hier. Geil. Die arbeiten da ja schon richtig und legen die Felder an, wie es sich gehört. Es geht gerade ratzfatz. Da. Alle bösen Menschen erfolgreich beseitigt. Nice. Zwiebeln, dann kommt hier wieder rote Beete hin. Und alles, was ihnen gehörte, der Kirche zugeführt. Also uns. Also uns, ja. Wir
Wie sich das gehört. Korrekt. Ich hatte die nicht gesehen. Na, ich bin den Wölfen ausgewichen, weil ich mir gedacht habe, ne, er ist jetzt zu faul, den Bogen rauszuholen. Und dann hat mich so ein Typ gehauen und ich denke mir nur so, das geht so nicht. Muss man? Und dann mussten die leider alle sterben. Ja. Schade. Strafe für zu schnell das Schlagen. Ist so. So, unsere Felder sind definiert. So, die Reihe. Medieval Dynasty ist so ein Spiel, da bin ich fix mit Headshots. Ja. Okay, guck mir niemals beim CSGO spielen oder so zu. Da treffe ich alles, aber nicht den Kopf. Guck mal, mit Pfeil und Bogen geht das. Die ersten Karotten wurden hier auch in den Boden gerammt. Nice. Es läuft doch. Wo ich so nett bin, verzichte ich darauf, Enten da unten zu jagen. Mhm. Besser ist das. Naja, am Ende würde da eh nur stehen Fleisch. Du würdest nicht wissen, wovon das kommt. Schlingel. Ein böser Schelm. So. Ja, aber nur wenn ich Böses dabei denke. Mhm. Ja, du kennst das doch. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt. Ich denke mir nichts Böses dabei. Nee, das lasse ich jetzt erstmal kurz. Weil dazu habe ich dann noch eine Frage, aber ihr seid... Ah, doch, Ares ist da. Bin definitiv zu weit weg, um irgendwas, ja, was Augenmaß erfordert. Ja, weil ich gucke gerade unseren Dorfbewohner bei der Arbeit zu und das macht mich geil. Alter, Krankheit tut mir nicht gut, ich brauche Urlaub. Du hattest gerade Urlaub geführt. Hatte ich nicht. Naja gut, den ganzen Tag im Bett liegen und pennen, das ist für mich Urlaub. Das ist kein Urlaub, da hat man nichts von. So, was denn? Nee. Bist du jetzt bei mir? Nee. Wo bist du? Ja, du siehst mich doch. Nein, ich sehe dich nicht. Wir sind Häuser, jetzt sehe ich dich. Lass mich das noch kurz zu Ende bauen. Ja, was willst du denn von mir? Hallo? Lass mich das doch noch kurz zu Ende bauen, habe ich gesagt. Was du von mir willst? Hallo, so, kauf mein Merch. Wenn ich jetzt hier... Ich habe jetzt hier zwar noch so einen kleinen gemacht, aber jetzt kleinen. Weiß... Okay. Jetzt ist halt die Frage, ob hier, weil hier so viel Platz ist, ob da noch was hinkommt. Mach da eine Gemeinschaftsecke hin. Wie hier sowas. Ja, hier mit Lagerfeuer und Bänken und so, wo sie sitzen können. Fertig ist. Aber das habe ich doch schon hier. Ja, dann machst du halt zwei davon. Oder soll ich das umdeponieren und das hier hin tun? Größeres. Das ist mir relativ egal. Du kannst auch hier nochmal ein paar Bäume pflanzen oder was auch immer. Was willst du denn jetzt von mir? Ja, ich weiß nicht, ob der Platz zum Bauen gedacht war. Noch ein Haus, nee, oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Du musst anders fragen. Anders setzt doch unsere Häuser. Wegen doch. Aber ich dachte, vielleicht weißt du das auch. Nee. Deswegen aber gesagt, nein, da Anderson meinte, er hat nämlich Blueprints gesetzt, ist hier wohl kein Haus geplant. Das heißt, du kannst hier eine stinknormale Chill-Out-Area oder sonst irgendwas dahin kleistern. Worauf du Bock hast. Man. 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 So, ich schaue einmal in die Verwaltung, wie das jetzt mit unserer Schmiede aussieht. Ah, da, Schmiede. Schmiede haben sie ordentlich zu tun. Das funktioniert jetzt. Alles wird gerade produziert, aber noch nicht in den Mengen, die ich gerne sehen möchte. Das liegt daran, dass wir Gesamtfertigkeit Produktion 12 haben. Das wird mit der Zeit besser, wenn die halt auf 20 sind. Und das, was uns noch fehlt, können wir zur Not auch mit produzieren. Fischbär reicht doch theoretisch. Ja, das reicht so. Hä, warum kann
ich das dann hier nicht setzen? Eine Schere. Pinsel ist wichtiger, sag ich mal. Okay. Perfekt. Läuft. Mäh. Mäh? Mäh. Mäh. Also hier bald dann eine Schenke, das wäre schon krass. Es gibt Hindernisse, die das Bauen blockieren. Aber was denn? Wo finde ich jetzt Eier? Eier? Ja. Bei uns. Wir haben welche. Im Stall? Ach, weil das so groß ist. Ah, stimmt. Eier sind das geringste Problem. Wollen wir dann, aber auch nur wegen der Optik, hier dann noch ein bisschen Hopfen hinkleistern? Das würde sich quasi... Ich komm gleich mal zu dir. Das würde sich anbieten. Ich meine, du kannst ihn ja schon setzen. Was wächst, das wächst. Wo bist denn du? Da bist du. Ja, unten. Hopfen ist wie Wein, wächst alle Berghänge, oder? Eigentlich. Ja. Das heißt, es würde eigentlich hier relativ gut hinpassen. An Berghängen, in Sträuchern. Ich bin ehrlich, man kann ja hier sozusagen noch so einen Weg reinführen. Wofür? Und das dann so rechts und links wächst. Weißt du, wie so eine Plantage, aber ich habe hier einen Weg. Mit zu viel Wegen nehmen wir uns den Platz weg. Ja, aber... Also willst du jetzt einfach hier nur reihenweise hopfen, das war's. Ja, wie und ohne das ohne irgendwelche war's. Zäunen oder irgendwas. Wer sagt das? Hat doch gar keiner gesagt gerade, oder? Ich habe noch nicht mal mit dem Bauen angefangen. Woher willst du denn wissen, was in meinem Schädel gerade vorgeht? Oh, du bist so süß. So kleine süße Mäh. Hallo? Ja. Auch da? Nee, ich bin weg. Wo bist du denn? Und können wir dich wiederfinden? Nee, geht nicht. Das ist schade. Also hardcore unglaubwürdig. Bin gespannt, wie das dann hier im Frühjahr aussieht, ey. Wahnsinn. Ja, gut, dann reise ich mal los. Andres macht ja gerade hier Reputationsgedöns. Richtig. Der geht nachts nach Hause von Skauki aus, um Eier und Federn zu holen und läuft dann wieder zurück. Warte mal, Skauki? Aha. Ja, da muss ich hin. Wie viele Eier und Federn brauchst du? 10 Eier, 50 Federn. Bring ich dir mit. Das ist super. Dann brauche ich da nicht hin und her zu laufen. 10 Eier, 50 Federn. Müssten wir eigentlich da haben. Also bei den Federn bin ich mir sicher. Nee, ich mir gar nicht gerade so, aber... Hä? Ja, 10 Eier haben wir. Ja, doch, Federn haben wir auch. Sogar im Inventory habe ich die. Ja, und die Eier sind auch da. Nice. Okay, Federn habe ich, Eier haben wir. Dann gehe ich einmal schnell zum Taxiunternehmen. Dann bist du vermutlich vor mir wieder da. Ich war schon wieder 500 Meter weit weg. Ja, aber... Dann bringe ich dir fix auf den Füßen. Jo, dann kriegt man das doch hin. Nice, das erspart mir tatsächlich einiges an Lauferei. Weil die Eier, die hätte ich hier in der Ecke sonst nicht bekommen. Jetzt Gauki, ne. Und viel weiter zum Laufen kann die Strecke nun wirklich nicht sein, als von Skauki nach Hause und wieder zurück. Als Tag sinnvoll verbracht, nicht. Mhm. Gut, ich stehe unten an der Brücke, wenn du da bist. Alles gut. Ich habe noch... Quasi am Ortseingangsschild. 250 Meter muss ich noch latschen. Bis zur Taxistation. Voll ätzend. Dass wir keine eigene haben können.
Na gut, wir haben ja bei Pferde. Können wir ja, wirklich gut, keine eigene haben? Bisschen, ne? Soweit ich weiß, geht das nicht. Das wäre schon krass. Ich hab gesagt, es dauert ja noch ein bisschen. Ja, weil die Gäule einfach zu lange brauchen mit Wachsen. So eine Frechheit. Machen einen auf friedliche Kindheit, weißt du? So, Skauki. Hallo? I spent more time with this horse than with my family. 20 Meter, da ist er! Yay! Hallo! Hallo! So, sie brauchten Eier. Eier. Mhm. 10 Stück. Und Federn. 50. Korrekt. Fertig. Danke dir. Ein Ding. Oh ja. Yeah. So, haben wir hier ein paar Sklaven? Gute Arbeiter fürs Zelt, ja. Bruder, mitkommen. Eine Dame, die noch was taugt. Beide Kacke, aber ich nehme die jetzt mit. Bitteschön. Danke. Ach ja, und ich habe ein neues Emote entsperrt. Ein Emote? Ach so. Durch die Quest. Oder vielmehr durch die Art, wie ich mich in der Quest verhalten habe. Oh, für den letzten brauchen wir Ice Cold 6000 Reputation. Wie viel haben wir davon? Alter. Ja. Ja und ja. Muss ich mir merken. Ich schaue in Piastover nochmal aufs Anschlagsbrett, weil die letzte große Quest, die ich noch offen habe, kann ich erst in der nächsten Jahreszeit machen. Ärgerlich. Ja, das ist halt so. Ärgerlich, ärgerlich. Aber ich kann dann schon mal hier, wenn ich gleich zu Hause bin, quasi, diese Leute, die ich jetzt rangeholt habe, schon mal einteilen. Mhm. Und dann sollte das eigentlich flutschen, also. 3 oder 4 Stück fehlen dir für die Felder? 4. Insgesamt 3 habe ich jetzt geholt. Ja, der letzte ist, ich gucke jetzt nochmal in Piastova aufs Anschlagsbrett, ob jetzt noch da was ist, was ich für den Winter noch machen kann. Ja, meine Güte. Dann müssen die jetzt erstmal damit klarkommen und wir stocken den Scheiß dann im Sommer oder im Frühjahr auf. Ja. Easy peasy, geh mal hin. Naja, besser 3 Leute arbeiten anstatt 4 als gar keiner, ne? Genau. Das denk ich mir doch auch. Mäh! Was denn? Ja, einfach. Einfach mäh. 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 Vor allem sind die allesamt, die ich jetzt Minimum Stufe 2 für Feldarbeiter, für Feldknechte, geht das klar? Ja, eben. Ja, die leveln ja auch relativ fix. Ich meine, wir spielen ja noch ein paar Jahre quasi. Ja. Bis wir irgendwann draufgehen. Ja, es wird noch ein paar Jahre dauern. Man stirbt hier nicht mit 20. Nee. Mit 20 kannst du nach dem Tod noch respawnen. Jo. Ich habe schon wieder 9 Käseräder im Winter. Ja, ich finde die immer bei den Leuten, die ich besuche. Ich werde einmal diesen Feldschuppen hier auf Maximum jetzt befüllen, weil hier 3 große Felder sind. Genau in der Reichweite. Die sind alle hier schön fleißig. Aua. So. Blueprints, die ziehen ja da nichts ab, ne? Oder kosten ja, ne? Keine Ahnung. Nee. Das hatten wir ja beim letzten Mal geguckt.
Sobald der erste Hammerschlag getan ist, bezahlst du. Okay. Aber solange noch kein Material drin ist, nicht. Supi. Bist du mir Angst hab? Nee, nee. Bist du sicher? Ja. Okay. Bin mir 100%ig sicher. Das freut mich. So, wir haben jetzt schon mal die Arbeiter auf ihre Felder eingetragen. Ein Slot ist dann tatsächlich noch frei. Und dann geht's an die Scheune. Damit die Landwirtschaft einfach auf Maximum auch funktioniert. Hallo, Frau. Hallo. Hier hatte ich eingetragen. Ja, da hatte ich eingetragen. Was eingetragen? Also ich könnte noch 390 Reputation erarbeiten. Über Quests hier. Mhm. Allerdings haben die einiges an Voraussetzungen. Eine hier braucht ziemlich viele Kupferwaffen. Okay. Die andere braucht verschiedene Pfeilsorten, Bronze und Kupfer, 44 und 30. Haben wir alles, glaube ich, sogar da, oder? Also es wäre jetzt von meiner Seite her kein Problem, keine Ahnung. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich die noch in dieser Jahreszeit fertig kriege. Das wird schwierig, ne? Deswegen mache ich jetzt die Kaninchenjagd. Die kriege ich noch fertig. Ja. Die machen Feierabend, die... Warum? Guck mal auf. Was sind das hier für Wörter? Ja, ich gebe mal Wurscht. Gleich. Ja, bitte. 18 Uhr, die machen Feierabend pünktlich, oder was? Rabiata, ja. Rammler. Das beschließt er. Ja, ja. So, ich brauche einen Kaninchen-Spot. Als ob die jetzt Feierabend machen. Diese kleinen Uschis, mal ernsthaft. Die sind noch nicht mal fertig mit ihrem Scheiß. Ja, okay. Ich habe keinen Stock mehr. Das ist eher selten. Ja, musst ins Lager gehen und dir welchen holen. Sarah, verkraftest du einen sehr schlechten Witz als Antwort darauf? Ja. Man muss den Stock aus dem Arsch nehmen, dann hast du auch wieder einen. Wow. Der war wirklich schlecht. Ja, ich weiß. Ich habe mir auch extrem viel Mühe gegeben. Stock, oh, 620. Da kann man nicht mehr viermal, 400 mal rausnehmen. I'm hungry. Ja, du bist hungrig, du bist schmutzig. Du bist wirklich schmutzig. Na, gar nicht wahr. Doch, ein kleines, schmutziges, versautes Mann. Ich wasche mich jeden Tag, ich bin nicht schmutzig. Ich wasche mich auch jeden Tag. Bin gerade durch den Fluss gegangen, ich kann nicht schmutzig sein. Den Gedanken mit dazu? Oh, nein. Nein. Mäh? Nein, da ist kalt. Was ist kalt? Ja, dein Lämmchen. Ich hab Bock hier reinzugehen. Warum? Warum? Ja, gut. Aber Leute, würde ich sagen, sind wir schon mal am Ende einer Episode angelangt, oder? Wenn es euch gefallen hat. Positive Bewertung da lassen, während Träumchen ganz wichtig spielt. Ja. Videobeschreibung abchecken, Partnerzugeben, Triebwerk und der Merch sind jeweils verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit euch. Noch wunderschönen Tag, haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss.